Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute installiere ich mal einen IIS-Server, also Internet Information Server, inklusive PHP-Unterstützung unter Windows 11 Pro. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch und wenn ihr noch kein Abo habt, dann hinterlasst bitte ein Abo. So, dann starten wir doch gleich. Als erstes installieren wir erstmal den IIS-Server. Das geht ganz einfach unter Windows. Also das muss dazu sagen, das Windows 11 ist hier komplett nackig. Das heißt, es wurde noch nichts, es ist ganz frisch installiert. Zur Installation von dem IIS-Server einfach Windows Futures suchen über die Suchleiste oder über den Windows-Button und dann einfach aktivieren. Dann scrollen wir hier mal nach unten, klicken das ganz kurz an. Achtung, es ist damit noch nicht alles installiert. Wir klappen das nochmal hier auf, gehen in Anwendungsfutures und klicken dazu noch das CGI an. Die anderen Sachen, die brauchen wir jetzt in dem Fall nicht wirklich. Also falls man jetzt mit ASP oder .NET irgendwas noch machen will, dann nimmt man das noch dazu. Für PHP brauchen wir nur diese CGI-Option. So. Dann drücken wir einfach mal OK. Dann installiert er hier schon. Und in der Zwischenzeit holen wir mal die weiteren Pakete. So, da wir ja hier noch nichts gemacht haben, müssen wir erstmal diesen Assistenten vom Edge ein bisschen modifizieren. Dann als erstes gehen wir einfach mal auf php.net. Auf Download. Natürlich hier auf Windows Downloads und dann sehen wir schon, dass wir hier ein PHP 8.3 noch nicht haben. PHP 8.2 haben wir zur Verfügung, 8.1 und auch 8.0. 7 wird hier nicht mehr angeboten. Ich empfehle derzeit immer PHP 8.1. Die meisten Applikationen oder wenn man was Neues entwickelt, sollte PHP 8.1 inzwischen unterstützen. Und PHP 8.2, wenn man was Neues macht, würde ich auf jeden Fall immer mit PHP 8.2 programmieren. So, dann gibt es hier jeweils immer vier Varianten. Das heißt, es gibt einmal eine 64-Bit-Version zweimal und eine 32-Bit-Version zweimal. Da wir ein 64-Bit-System haben, nehmen wir natürlich die 64-Bit-Variante. Und theoretisch kann man unterm ISS auch diese Non-SuiteSafe-Variante nehmen. Ich nutze grundsätzlich die SuiteSafe-Variante. So, die laden wir einfach mal hier runter und dann nehmen wir hier von dem PHP 8.1 auch noch die Variante und laden die runter. So, dann gibt es noch eine weitere Sache und zwar den sogenannten PHP-Manager. Der ist dazu da, dass man unterm ISS PHP komfortabel verwalten kann. Kann man auch ohne nutzen, aber ich empfehle, den einzusetzen. So, und die können wir von IIS.net runterladen. Ich benutze derzeit immer noch die Version 1.5. Es gibt auch schon eine Version 2, aber die ist noch Beta oder Alpha, also das heißt, ist noch nicht so hundertprozentig rund und es kann noch dieses oder jenes Problem nehmen. Die Version 1.5 funktioniert auch unter Windows 11 ganz zuverlässig. So. Laden wir auch noch mal runter. Und das, was man seltenst irgendwo findet auf Anhieb. Wir brauchen auf jeden Fall die VC Redist 2019, weil wenn das System frisch installiert ist, ist sozusagen dieses VC Redist noch durch nichts mit installiert worden und das fehlt und PHP wird nicht ausgeführt, wenn das nicht installiert ist. Nehmen wir natürlich auch die 64-Bit-Variante. Nach dem Installieren. Das sollte sich. Ach nein, ist schon abgeschlossen. Okay. So. Dann gehen wir nochmal in unsere Downloads und installieren als erstes diese VC Redist. Wie gesagt, bekommt man ein Error 500, falls es nicht installiert ist. Es gibt keine Fehlermeldung. So, installiert. Dann nehmen wir mal den PHP Manager.
So, und dann fehlt uns noch das PHP 8.2. So, wir können aber das schon mal extrahieren. Und können ja parallel schon mal das PHP vorbereiten. Die meisten von euch würden jetzt das PHP, also in vielen Anleitungen steht, dass man jetzt hier unterhalb von C einfach einen Ordner PHP erstellt und dort die PHP-Version reinmacht. Ich mag das ehrlich gesagt nicht so. Wenn ich PHP habe in der 64-Bit-Version, installiere ich das unterhalb der Programme. Ich mache das jetzt aber mal so, wie es die meisten wahrscheinlich machen werden. Ich erzeuge erstmal einen Ordner PHP und darunter packe ich dann im Prinzip alle Versionen, PHP-Versionen, die ich nutzen möchte. Der Download ist aber ja doch wirklich ganz schön langsam. Ich spule mal ein wenig vor. So, da hat das jetzt endlich geschafft. Packen wir das PHP 8.2 auch noch. Und verschieben das ebenfalls in den Ordner. Und dann öffnen wir einfach mal den ISS Manager, der im Prinzip mit dem ISS mit installiert wurde. Wir heften uns das am besten gleich mal hier so an, damit wir das nicht jedes Mal suchen müssen. Und da sehen wir hier schon den PHP Manager. So, jetzt müssen wir erstmal einen Händler, also PHP-Endungen mit PHP, kann ja der ISS standardmäßig, IIS standardmäßig nichts anfangen. Das heißt, wir richten erstmal eine Händlerzuordnung ein und zwar hier unter Modulzuordnung. Das ist dann Sternchen.php. Das Modul ist FastCGI, das ist im Prinzip nicht vorhanden, wenn man dieses CGI-Häkchen bei der IIS-Installation nicht angehakt hat. Und jetzt nehmen wir natürlich, brauchen wir eine ausführbare Datei, die dann ausgeführt wird. Und das ist in unserem Fall dann in dem PHP 8.2, also ich würde immer die neuere Version nehmen. Dann müssen wir hier unten umselektieren auf Excel und wir nehmen den PHP-CGI. So, und dann können wir das hier nennen, PHP Fast CGI. Das ist einfach nur eine Bezeichnung. Ja, möchten wir und dann ist das schon mal hier drin. So, dann gehen wir hier zurück, dann gehen wir in den PHP Manager und dann schreit er uns im Prinzip schon an, dass er ein Problem hat. Das liegt daran, dass wir noch keine PHP-INI haben. Und in dem Ordner, PHP-Ordner, den wir runtergeladen haben, gibt es zwei Vorlagen. Einmal PHP-INI Development und einmal PHP-INI Production. Wir nehmen natürlich die Production. Ich kopiere die dann in der Regel einmal und markiere die. Ja. So, und dann schließen wir am besten den Internet Information Server, starten den nochmal, gehen auf den PHP Manager und wir sehen, dass er im Prinzip schon so ziemlich alles gefunden hat. Was noch fehlt, ist ein Error-Log. Wir normalerweise, wenn man hier über Register PHP geht, erstellt das automatisch. Ja. Jetzt haben wir PHP 8.2. Mit dem Register New PHP Version hat er das alles gleich erzeugt. Wir sehen zum Beispiel die Error-Log, die liegt jetzt unter Windows Temp PHP Error-Log. Die kann man auch umlegen, also irgendwo anders hin konfigurieren. Das ist die PHP-INI, die wir jetzt hatten. Und wir können jetzt einfach hier mal auf Check PHP Info gehen. So, Default Website und Lokalhost. Und wir sehen, funktioniert. So, jetzt wollen wir noch eine zweite PHP-Version installieren, da es ja sein kann, dass wir das eine oder andere Webprojekt haben und in dem einen oder anderen halt noch die zweite Variante brauchen. Das heißt, wir gehen in den PHP-Manager, registrieren eine neue Version, gehen wieder in unser PHP, nehmen das PHP 8.1 und
fügen das hinzu. Jetzt muss ich mal glatt schauen, ob der hier eine PHP-Ini alleine erstellt. Ja, hat er von alleine erzeugt. Jetzt wollen wir als Standard natürlich die 8.2 haben. Wählen die als Default ein. Dann gibt es ja bei PHP, kennt ja jeder, die ganzen Extensions, also die ganzen Module, die man aktivieren oder deaktivieren kann. Hier in dem Manager muss man nicht in der PHP-Ini rumbasteln, sondern wir können direkt hier auf den Button gehen und wir sehen, das sind die aktivierten, das sind die deaktivierten. Und wenn man jetzt eine aktivieren will, dann geht man einfach, klickt man die einfach an und sagt hier auf Enable. Und wenn man die wieder deaktiviert haben möchte, dann geht man hier auf Disabled. Grundsätzlich ist das so, für jeden Unterordner, für jede Webseite sind die Einstellungen, die hier oben sind, im Prinzip erstmal vorgegeben. So, wir machen jetzt einfach mal einen Test. Das heißt, ich mache es ja gerne so, dass ich meistens habe ich einen speziellen Ordner, wo meine ganzen Projekte drin liegen. Und ich nenne das jetzt einfach mal Web. Also ich nutze nicht standardmäßig diesen initpub hier, der unter C liegt, sondern mein Webordner oder Entwicklungsordner, der liegt meistens auf der Partition D, E oder was auch immer. Und hier legen wir einfach mal einen Ordner Test 1 und einen Ordner Test 2 an. Diese Ordner, die kann man jetzt hier hinzufügen, einfach auf Default Webseite gehen und virtuelles Verzeichnis hinzufügen. Ich benenne die jetzt mal gleich, die kann aber auch anders als der Ordner heißen. Test 1, Web Test 1. So, und dann fügen wir den zweiten gleich hinzu. Quatsch, das war jetzt nichts. Und Test 2. Die kennen auch auf völlig verschiedenen Partitionen. Es kann komplett verteilt sein über das ganze System. Also über diese virtuellen Verzeichnisse kann man sich ein beliebiges Verzeichnis aus dem Dateisystem nehmen, um das als ein Webordner hinzuzufügen. So, jetzt haben wir hier die Test 1. Schauen uns das hier an und sehen, dass hier die PHP Version 8.2 ist. Und jetzt haben wir die Test 2, gehen wir hier rein und das ist jetzt auch die PHP 8.2. Hier ändern wir jetzt einfach mal die Version. Na, ist relativ einfach. Wie gesagt, hier ist die 8.2 noch und hier ist jetzt die 8.1. So, jetzt gehen wir mal. Da ist meine Datei irgendwie abhandengekommen, die ich schon vorbereitet habe. Das heißt, ich lege hier meine neue Datei an, muss mir aber mal die Erweiterungen einblenden und die nehmen wir einfach test.php. Ja. Und zum Test holen wir uns die PHP-Info, speichern und da wir die ja in dem anderen testen wollen, auch nochmal. Und jetzt können wir ganz normal gehen, erstmal Lokalhost. So, das ist jetzt erstmal die Standard-Testseite. Die wird erzeugt über den Ordner initpub und root, also sozusagen das Root-Verzeichnis. So, und jetzt haben wir ja die zwei Testverzeichnisse damit eingefügt. Das heißt jetzt Test 1, test.php. Ja, und das sehen wir. Das ist jetzt die PHP-Version 8.2. Funktioniert tadellos. Und jetzt gehen wir mal in den Ordner 2. Und wir sehen, das ist die PHP-Version 8.1. So.
Wie beim Nginx ist das das gleiche Problem. Ne? Also die Apache HTAssets-Regeln werden natürlich nicht standardmäßig unterstützt. Da muss man sich dann ein bisschen beschäftigen, wie man hier Mode-Schreibweite-Regeln und Co. macht. Es ist aber auf jeden Fall alles lösbar. Ansonsten hoffe ich, ich konnte auf die Schnelle mal wieder helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ein Like, ein Abo, ich freue mich. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche. Tschüss, euer Christoph.